Ja, häufige Frage, warum plus c bei Stammfunktionen? Also wir haben zum Beispiel f von x gleich x Quadrat und wir hätten eine Stammfunktion f von x gleich 1/3 x hoch 3. So, aber warum ist jetzt eigentlich, warum haben wir eine Menge aller Stammfunktionen mit plus c? Wieso? Einmal vielleicht grafisch visualisiert, ihr habt f von x gleich x Quadrat, das ist die Normalparabel, ne? Also ungefähr so der Verlauf. So, und jetzt habt ihr hier die Stammfunktion, wenn ich mal eine mögliche Stammfunktion eben nehme, die man wahrscheinlich auch als erstes direkt hinschreibt, 1/3 x hoch 3, ne? Dann wäre, hier wäre jetzt f' von x und dann, ne, ableiten mache ich ja meistens, ne? Man guckt nach unten, Stammfunktion, manchmal sagt man ja auch aufleiten, ne? Hört man ja auch, guckt man nach oben. Und dann hätte man so ungefähr genau etwas wie, naja, so ungefähr. Was kann jetzt aber eben auch sein? Dieser Graph der Stammfunktion, der könnte aber eben auch nicht nur so liegen, der geht ja durch den Ursprung hier, sondern der könnte eben auch so liegen. Oder so. Und dann sieht man, okay, da könnte jetzt auch f von x stehen gleich 1/3 x hoch 3 plus, was weiß ich, plus 4 verschoben nach oben. Oder f von x gleich 1/3 x hoch 3 minus 4 verschoben nach unten. Beim Ableiten könnt ihr euch wieder überprüfen, was passiert. 3 nach vorne multipliziert mal 1/3 ist 1, ne, also einmal. Oben im Exponent einer abgezogen, 3 minus 1 ist 2, check. Das passt aber auch hier bei diesen. Und was ist hier hinten? Wir haben keinen konstanten Faktor, sondern wir haben plus 4 oder minus 4. Das fällt beim Ableiten ja weg. Jetzt könnte ich hier den ganzen Tag weiterschreiben. Plus 5, minus 5, plus 2, minus 2. Oder ganz einfach die Menge aller Stammfunktionen fc von x gleich 1/3 x hoch 3 plus c. Und das sollte der Gedankengang sein, warum man eben eine Menge aller Stammfunktionen hat. Und jetzt könnte man zum Beispiel auch eine Aufgabe machen, was weiß ich, die eine gesuchte Stammfunktion soll durch den Punkt P 20, 100 verlaufen mit x und y-Wert. Bestimmt doch mal den Wert für c und ihr wisst, was ihr machen müsstet. Ne? 100 wäre hierfür einzusetzen, 20 wäre hierfür einzusetzen, nach c umstellen. Ich hoffe, das konnte weiterhelfen und dann sollte das auch kein Problem sein.